Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Gute Meldungen von der Impffront und die Aussicht auf weitere US-Konjunkturhilfen ließen den DAX gestern aus seiner Seitwärtsrange der letzten Tage ausbrechen. Im Tageshoch notierte er sogar deutlich über 13.400 Punkten. Am Ende schloss er mit einem Plus von 0,5% bei 13.340 Zählern. Wir blicken nach Frankfurt direkt an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, kann sich der DAX denn heute zum Start über 13.300 Punkten halten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht nach einem ziemlich unbewegten Start aus. Du hast es ja gerade gesagt, gestern konnten wir ja immerhin mal ein paar Pünktchen gut machen und sind damit sogar dann letztlich besser gelaufen als jetzt zum Beispiel die Kursgewinne an der Wall Street, die nämlich sehr schnell dann dahin gerafft wurden. Gewinnmitnahmen setzten genauer gesagt ein. Also an den US-Börsen zunächst auch noch Rekordjagd, aber nur im ganz frühen Handel, dann ging es runter. Ist ja auch einiges aufgelaufen dort in letzter Zeit, um da mal Kasse zu machen. Besonders heftig hatte es dann die Tech-Werte gestern. Dann erwischt. Und das, obwohl man ja eben eigentlich diese Aussicht auf das neue Konjunkturpaket in den USA hat. Das hatte uns dann aber gestern die Stimmung tatsächlich gemeinsam mit den Impfstoffaussichten aufgehellt. An den asiatischen Börsen heute Morgen eher tendenziell rote Vorzeichen. Wie gesagt, an der Wall Street gestern Gewinnmitnahme. Und dann blicken heute alle Augen auf die EZB und die Frage, wie spendabel wird sich die Europäische Zentralbank äußern? Im Vorfeld hieß es ja schon, man werde auf die zweite Corona-Welle reagieren. Da sind wir jetzt natürlich gespannt, in welcher Form wird das Ganze ausfallen. Dann startet heute der EU-Gipfel, heute und morgen. Und fast schon überraschend, man hat sich jetzt vorher, also gestern Abend gab es ja noch mal ein Gespräch zum Thema Brexit, nicht einigen können. Also man wird, eine letzte Frist hat man sich gesetzt bis Sonntag. Da will man sich dann einigen. Wir bleiben weiterhin gespannt, aber der DAX dürfte erstmal gespannt, aber relativ unverändert eröffnen. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt natürlich die Marktidee. Heute ist dies Facebook. Wie in dieser Woche bekannt wurde, droht Facebook offenbar eine Klage wegen unfairen Wettbewerbs. Mit dieser Klage könnte Facebook dazu gezwungen werden, einzelne Geschäftsbereiche zu verkaufen. Die Facebook-Aktie konnte nach dem Crash-Tief im März ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Bis auf einem August verzeichnetes neues Rekordhoch bei $304,67 hussierte das Papier, bevor es in den Korrekturmodus überging. Wie es nun weitergehen könnte, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Wir sehen uns morgen dann wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.